Die Stiftung Kreisau für europäische Verständigung entstand aus der Initiative von Menschen, die in der deutsch-polnischen Versöhnung engagiert waren. Und auch hier in Kreisau fand die deutsch-polnische Versöhnungsmesse statt, ein Meilenstein im deutsch-polnischen Dialog. Und dennoch gab es in Kreisau lange Zeit keinen Ort, der diesem Prozess gewidmet war. Das Berghaus erzählt die Geschichte des Kreisauer Kreises. Das Schloss erzählt auf seine Art und Weise die Geschichte des Feldmarschalls Helmut von Moltke. Und darin befindet sich eine Ausstellung, die den Widerstandsbewegungen und der antitotalitären Opposition im 20. Jahrhundert gewidmet ist. Aber ein Ort, der die deutsch-polnische Versöhnungsgeschichte erzählte, fehlte lange Zeit in Kreisau. Daher stand die Idee, eine Ausstellung zu entwickeln, die die deutsch-polnische Versöhnung erzählt. Im Hintergrund seht ihr das Ergebnis dieses Prozesses. Die Ausstellung firmiert unter dem Titel Mut und Versöhnung. Ihre Kuratoren waren Professor Dr. Waldemar Czachur und Dr. Kazimierz Wojcicki. Sie entstand in der Zusammenarbeit mit dem Museum der polnischen Geschichte aus Anlass des 25. Jubiläums der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse. Die Gestaltung übernahm das Architektenbüro Sowa und Schenk. Zur feierlichen Eröffnung im Jahr 2014 reisten sowohl die polnische Premierministerin Ewa Kopacz als auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die Ausstellung hat die Form eines Labyrinths aus Blechwänden mit Malereien, Graffiti, Fotografien und Zitaten von berühmten Persönlichkeiten. Die Wege des Labyrinths erzählen die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen ab dem 1. September 1939. Wir sehen die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die Verbrechen der Deutschen, das Leid der Polinnen und Polen, aber auch das Unrecht, das der deutschen Bevölkerung widerfahren ist im Zuge des Krieges. Wir sehen die schmerzhaften Folgen der Teilung Europas im Anschluss an den Krieg. Fotografien, Dokumente und Artefakte, die von Künstlerinnen und Künstlern mit Farbe auf rostenden Stahl aufgetragen worden sind, erzählen uns den Ursprung und das Antlitz von Misstrauen und Feindseligkeit in den deutsch-polnischen Beziehungen bis Mitte der 60er Jahre. In diesem überwältigenden Labyrinth erscheint ein Element der Hoffnung. Der perforierte Stahl, der an einigen Stellen gerissen ist, lässt Licht auf die Wege scheinen, auf denen die Besucher wandeln. Diese Durchbrüche stehen für die christlichen Initiativen in Deutschland und in Polen. Allen voran für den Brief der katholischen polnischen Bischöfe an ihre deutschen Kollegen aus dem Jahre 1965. Es geht hier um den Bensberger Kreis, die Aktion Sühnezeichen, um die polnische Gruppierung SNAK, sowie um den deutsch-polnischen Dialog, den der Breslauer Club der katholischen Intelligenz geführt hat. Wir laufen durch eine Zeit der Normalisierung in den 1970er und 80er Jahren und kommen zu einer Reihe von Porträts von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten, die aber eine wichtige Rolle in dem deutsch-polnischen Aussöhnungsprozess gespielt haben. Dabei geht es um den polnischen Erzbischof Bolesław Kominek, den polnischen Premier Tadeusz Mazowiecki, den Juristen und Publizisten Stanisław Stomar, die Autorin Anna Morawska, die im kommunistischen Polen ein wichtiges Buch über Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. Es geht aber auch um die ehemalige Gutsherrin Freya von Moltke, die Journalistin und Sozialaktivistin Marion Gräfin Dönhoff, um den Mitbegründer der Aktion Sühnezeichen Günter Serchen sowie um den DDR-Oppositionellen Ludwig Mehlhorn. Die engen, dunklen, labyrinthartigen Wege führen auf einen hellen, amphitheaterähnlichen Raum. In dessen Mitte befindet sich ein symbolischer Tisch, der an die Versöhnungsmesse vom 12. November 1989 erinnert, sowie an den Friedensgruß, den Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl damals miteinander ausgetauscht haben. An den Wänden befinden sich Slogans und Überschriften, die an die Probleme und Herausforderungen erinnern, die bis heute in den deutsch-polnischen Beziehungen existieren. Dieser Ort regt zum Nachdenken und zur Diskussion an über das Wesen der Versöhnung, über den Zustand der deutsch-polnischen Nachbarschaft und eines vereinten Europas. Er verweist auch auf die Verantwortung eines jeden Einzelnen und jeder Einzelnen von uns für die Ausgestaltung der zwischenmenschlichen und internationalen Beziehungen sowie für die Zukunft Europas.